Es ist 18:40 Uhr, Chat, genug Blödsinn gelabert. Wir machen jetzt Unterricht hier. Ich hoffe, ihr seid bereit. Habt die Hefte draußen. Wir müssen weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Ich befürchte nicht, Siri. Wir müssen weiter lernen. Bauernach E4, wir beschäftigen uns nach wie vor mit dem großen Komplex der sizilianischen Verteidigung, der zweitpopulärsten Eröffnung nach Bauernach E4. Eröffnung. Vieler Weltmeister, Fischer Kasparov, habe ich ja alles schon erzählt. Wir sind auch nach wie vor im Komplex des offenen Sizilianers. Offener Sizilianer, ihr erinnert euch vielleicht, entsteht, wenn Weiß diesen Bauern nach D4 zieht, meistens im dritten Zug, nachdem er erst seinen Springer rausgezogen hat, um hier dann mit dem Springer zurückschlagen zu können. Schwarz schlägt, Schwarz sollte immer schlagen hier. Es gibt eigentlich keine wirklichen Ausnahmen, die Sinn machen für euch. Also hier Springer nach F6 zuerst zu spielen, kommt man vielleicht mit durch, hat aber keinerlei Vorteile. Schwarz sollte diesen Bauern immer schlagen, wenn er hier in der Mitte auftaucht, bevor er weiter vorgeht oder den Bauern wegschlägt. Der Springer schlägt zurück. Soweit kennt ihr das alles noch, jedenfalls wenn ihr die Neidorf-Folge, die letzte Folge, verfolgt habt. Schwarz spielt Springer nach F6. Wichtig, das an dieser Stelle zu machen, um den Weißen zu zwingen, diesen Bauern zu verteidigen. Und nicht hier mit einem der anderen Züge, die, an die man sich vielleicht erinnert, so Bauer nach A6, Bauer nach E6, Bauer nach G6, anzufangen. Denn auf all diese kann Weiß hier vorteilhaft Bauer nach C4 spielen und damit mehr Raum im Zentrum einnehmen, als wir ihm zugestehen sollten. Daher Springer F6, greift den Bauern an. Springer nach C3, verteidigt den Bauern, der absolute Hauptzug. Und in der letzten Folge haben wir uns hier viel schwerpunktmäßig mit der Neidorf-Verteidigung beschäftigt. Bauer nach A6. Die populärste und aus meiner Sicht beste Variante in dieser Stellung, die Neidorf-Variante Bauer nach A6. Um dieses Feld zu covern und sich dann zu entscheiden, ob der Bauer nach E6 oder nach E5 geht. Im Neidorf wird so gut wie nie der Läufer hier hingestellt. Aber wenn Schwarz es möchte, hat er in dieser Stellung die Chance, seinen Läufer zu fianchettieren, wie man in der Fachsprache sagt. Fianchettieren, darunter versteht man, diesen Bauern einen vorzuziehen, dann den Läufer da in diese entstandene Schießscharte zu stellen. Das gilt sowohl für Weiß als auch für Schwarz. Sowohl auf dieser Seite als auch auf der anderen Seite. Und ist ein sehr, sehr häufig genutztes Stilmittel in diversen Eröffnungen. Wie ihr vielleicht an dem Wort, das da oben steht, ablesen könnt, nennt sich diese Eröffnung die Drachen-Variante oder kurz Drache. Ich weiß nicht genau warum. Angeblich soll die schwarze Bauernstruktur an einen Drachen erinnern. Ich habe es nie wirklich sehen können. Also wo ist da ein Drache? Wo ist der Kopf? Wo ist der Körper? Ich habe es nie ganz verstanden. Aber die Drachenvariante ist seit Ewigkeiten eine sehr, sehr, auf jeden Fall bekannte Schacheröffnung. Sie war nie völliger Mainstream, als dass sie auf Weltklasse-Niveau regelmäßig gespielt wird. Aber sie ist auch nie ganz weg gewesen. Und von Zeit zu Zeit hatte sie wieder Phasen größerer Popularität. Also in der Vergangenheit hat Magnus Carlsen zum Beispiel eine Weile relativ regelmäßig Drachen gespielt. Vishy Anand hat sich auch mit Drachen beschäftigt. Und Garry Kasparov in seinem WM-Match 1995 gegen Anand hatte er den Drachen, diesen Zug, als Überraschungswaffe einstudiert. Wenn es mit seinem gewohnten Neidorf nicht so läuft wie geplant oder wenn er einfach wechseln wollte im Match, hat er nach einer Weile umgestellt auf Bau nach G6. Auf den Drachen. Also ist eine Variante, die nie ganz weg war, die sich gerade auf Clubspielerniveau recht großer Beliebtheit erfreut. Wahrscheinlich, weil sie Drache heißt. Und andererseits, weil die ersten Züge jedenfalls relativ leicht zu spielen sind für Schwarz. Moderne Computer sind nicht die allergrößten Drachenfans, so dass ich vermute, dass es auf Top-Niveau in naher Zukunft nicht viel Popularität zurückgewinnen wird. Aber wenn ihr mit Weiß zum Beispiel Bauer nach E4 spielt und plant, den offenen Sizilianer zu spielen, die kritischen Geschichten, dann werden euch sicherlich viele Drachen beschäftigen.
begegnen und beschäftigen. Also, was ist der schwarze Plan? Bau nach G6 sagt, ich möchte erstmal diesen Bauern lassen, wo er ist. Bau nach G6 wird so gut wie nie kombiniert mit Bau nach E6 oder Bau nach E5. Das würde zu viel Schwächen hinterlassen. Also, nachdem er Bauer nach G6 gespielt hat, sagt man normalerweise, ich möchte diesen Bauern hier hinten auf E7 lassen. Ich möchte Läufer nach G7 spielen. Dann kurz rochieren. Dann den Springer rausziehen nach C6. Und dann mal gucken, wohin sich die Sache entwickelt. Das ist strategisch ein ziemlich gesunder Plan für Schwarz. All seine Figuren kommen auf vernünftige Felder. Der Läufer steht hier gut. Der Springer wird hier in Zukunft, warum nicht gleich dahin, oder was passiert, wenn er gleich dahin geht, da werden wir uns heute auch noch kurz beschäftigen, ein gutes Feld haben. Dieser Läufer hat eh freie Sicht, da gibt es im Moment keinen Grund, den irgendwie weiterentwickeln zu wollen. Der König steht halbwegs sicher, Betonung auf halbwegs, nach der kurzen Rochade. Und danach kann Schwarz gucken, wie er das Spiel weiterentwickelt. Was könnten Probleme sein der Drachen-Variante? Also wie gesagt, ist nichts Schlechtes, aber fallen euch Nachteile ein auf den ersten Blick so. G6 ist eine Schwäche, ja, G6 selber nicht so wirklich, ne? Ist gut verteidigt. Wenig Kontrolle im Zentrum, ja, das ist korrekt, also Schwarz kämpft nicht direkt ums Zentrum mit seinen Bauern. Ich habe ja gesagt, der hier soll hinten bleiben. Deshalb wird der weiße Aufbau echt relativ wenig gechallenged. Aber ja, das Hauptproblem ist, dass der schwarze König ein bisschen geschwächt wird doch durch dieses G6-Lauf nach G7. Und Weiß hat sich noch nicht darauf festgelegt, mit seinem König hier rüber zu gehen und eine ruhige Partie zu spielen, wo sich die beiden Könige gegenüberstehen. Was meistens dazu führt, dass dann kein direkter Angriff kommt auf den König. Weil nachdem man kurz rochiert hat, möchte man die Bauern vor seinem König nicht mehr vorziehen. Aber jetzt weiß ich darauf noch nicht festgelegt. Und deshalb gibt es einen Plan, der auch der absolute Hauptplan ist. Nämlich lang zu rochieren mit Hilfe von Läufer raus. Den Bauern hierhin, um das Zentrum zu stärken, das Feld zu überdecken. Dame geht hierhin, lange Rochade und dann den schwarzen König anzugreifen. Häufig mit Bauer nach H4, gefolgt von Bauer nach H5, um Druck auf diesen Punkt zu machen und die H-Linie zu öffnen für unseren Turm, wenn der König da ankommt. Und diese Pläne sind sehr, sehr gefährlich. Also wir gucken uns einmal kurz an, wie das Spiel hier weitergehen könnte. Der normalerweise Zug ist Läufer raus nach E3. Das beste Feld stützt hier das Zentrum. Man möchte den Läufer hier typischerweise nicht zum Beispiel nach G5 stellen, weil er da nicht den Springer unterstützt. Und nachdem Schwarz Läufer nach G7 und Springer nach C6 gespielt hat, macht Schwarz hier, dank dieses Läufers, der ist ja sonst in anderen Sizilianischen nicht so aktiv, mehr Druck auf das Zentrum, als wir gewohnt sind. Daher ist es das Beste, dieses Konstrukt mit dem Läufer von E3 zu unterstützen. Und bereitet halt auch die lange Rochade vor. Lange Rochade heißt, König geht hier hin, Turm springt über ihn rüber. Das sieht man relativ selten in fast allen Schacheröffnungen, weil die kurze Rochade halt leichter zu bewerkstelligen ist. Auch hier zum Beispiel Läufer irgendwo hin. Und dann kurze Rochade ist natürlich möglich und ist auch nicht direkt falsch. Also Weiß kann so spielen, aber der kritischere Plan ist es halt schon, diesen König angreifen zu wollen, wenn er hier auftaucht. Und das ist eben nicht so leicht möglich, wenn wir unseren König hingestellt haben. Also was kann man machen? Die Stellungen sind hier aber für Schwarz relativ gesund. Der Springer zieht raus und bei Schwarz ist erstmal alles in Ordnung. Deshalb hier eine der seltenen Situationen und wie gesagt, provoziert dadurch, dass Schwarz seinen König oder seine zukünftige Königstellung minimal geschwächt hat mit Bau nach G6, wo Weiß versucht, die lange Rochade anzustreben und danach versucht, diesen König anzugreifen. Das ist, soweit ich weiß, auch der einzige Grund, warum Drache auf höchstem Niveau nicht so verbreitet ist, dass dieser direkte Angriffsplan halt recht effektiv ist. Kurze Frage, um zu gucken, ob noch jemand wach ist. Was passiert nach Springer nach G4, um diesen Läufer zu attackieren?
Das Problem ist, Läufer nach B5 Schach, das Feld haben wir nicht überdeckt wie im Neidorf. Und wenn Schwarz jetzt irgendwas dazwischen stellt, sagen wir Läufer nach D7. Dame schlägt G4. Dieser Springer ist nicht mehr verteidigt, weil der Läufer gefesselt wäre. Daher Springer nach G4 kein Problem. Läufer nach G4 ist eh nie ein Problem. Ich hatte schon gesagt, Weiß will sowieso F3 spielen, würde das natürlich gerne mit Tempo machen. Schwarz spielt Läufer nach G7. Er könnte auch mit Springer nach C6 anfangen, würde aufs selbe rauskommen. Diese beiden Züge finden in aller Regel in Bälde statt. Und jetzt kann Weiß Bauer nach F3 spielen, sollte wahrscheinlich Bauer nach F3 spielen. Immer ein nützlicher Zug in diesen Strukturen. Stützt das Zentrum, überdeckt diesen Bauer nochmal, stellt sicher, dass Springer nach G4 wirklich nie ein Thema ist und bereitet auch vor, den eigenen Bauern Richtung G4 zu schicken. Also hier, wo wir uns ja schon entschieden haben, dass wir Dame nach D2 und lange Rochade spielen wollen, ist Bauer nach F3 ein sehr typischer. Schwarz kann sich jetzt entscheiden, ob er mit Springer nach C6 oder mit kurzer Rochade anfängt. Macht keinen großen Unterschied. Also die Zugfolge ist hier nicht wichtig. Schwarz macht eh immer diese drei Züge in irgendeiner Reihenfolge. Kurze Rochade. Weiß spielt Dame nach D2. Bereitet die lange Rochade vor. Was bereitet Dame nach D2 noch vor? Hat das noch einen Vorteil? Bereitet auch Läufer nach H6 vor, korrekt. Auch ein ganz typisches Mittel gegen diesen vierenkettierten Läufer. Uns sind noch nicht so viele vierenkettierte Läufer begegnet. Aber es ist häufig, weil das eine starke Figur ist, die ja auch ihren König beschützen soll, eine gute Idee, diesen später abtauschen zu können mit Läufer nach H6. Das passiert meistens noch nicht in naher Zukunft, aber es ist wichtig, dass man dieses Thema hat. Also in der idealen Welt würde Weiß, wenn wir H4 spielen, H5 hier schlagen und dann die Läufer abtauschen, nachdem der Turm schon mitspielt. Schwarz spielt Springer nach C6. Das ist eigentlich fast immer Teil des Aufbaus im Drachen. In anderen Sizilianern erinnert ihr euch vielleicht, da haben wir uns ja auch so Pläne angeguckt, wo der Springer erstmal hinten drin bleibt und Schwarz versucht A6 und B5 zu spielen. Aber das wäre hier nicht besonders effektiv. Also so ein Angriff würde nicht zu viel bringen und Weiß könnte gleich hier mit seinem Spiel anfangen. H4, G4, H5, Läufer nach H6, wie eben beschrieben. Das endet normalerweise nicht gut für Schwarz. Da Springer nach C6, wäre gefragt, ob die lange Rochade generell schwerer zu verteidigen ist. Schwer zu verteidigen würde ich nicht sagen, wir können mal einen Zug machen, das ist eher einer der Züge hier. Sie hat ein paar Nachteile. Zum einen ist sie halt schwerer zu bewerkstelligen, weil die Dame noch aus dem Weg muss, was sie für die Kurzrochade ja nicht muss. Kann der König direkt machen. Und zum anderen steht der König auf C1 halt nicht besonders gut. Während, also wenn wir es mit der Kurzrochade vergleichen, da würde der König ja hier landen, auf G1. Und hier steht er doch noch dichter am Geschehen in der Mitte. Also er muss noch ein Feld rüber, um das Äquivalent zur kurzen Rochade erreicht zu haben an Sicherheit. Das heißt, es kostet einfach meistens mehr Zeit, die lange Rochade zu machen. Wir müssen häufig noch König nach B1 spielen, um den König da ein bisschen sicherer stehen zu haben, und wir müssen die Dame aus dem Weg kriegen. Daher ist es in der Praxis deutlich seltener zu sehen, als meistens noch. 2x oder anderthalb, sagen wir mal. König B1 kommt hier nicht sofort, aber ist häufig ein Thema. Extra Züge beinhaltet. Also der König steht vielleicht gefühlt unsicherer, oder kann der König nichts für, weil nach langer Rochade ja in den meisten Fällen die Könige auf unterschiedlichen Seiten des Brettes sind, was eben dazu führt, dass beide Seiten versuchen, einander anzugreifen. Also wenn der eine König hier steht, der andere da, dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dass Schwarz versucht, hier am Damenflügel anzugreifen, diesen König irgendwie in Bedrängnis zu bringen, und das Weiß versucht, hier anzugreifen. Während wenn beide Könige auf derselben Seite stehen, dann ist der Kampf häufig. Ja, entweder in der Mitte oder um Feinheiten auf den Flanken, aber nicht mit der Idee, gleich den gegnerischen König dazwischen. King's Crosser Frage: Welchen Bauern sollte man bei der kurzen langen Rochade am ehesten nach vorne setzen? Mein Grundlegend immer zu verändern. Ja, normalerweise ist es bei
Langrochhasen seltener, dass man überhaupt einen der Bauern zieht, aus den genannten Gründen, dass die Könige auf unterschiedlichen Seiten ziehen, Seiten stehen. Und deshalb, wenn Weiß, keine Ahnung, Schwarz macht, irgend so, das ist nicht der beste Zug, aber nur als Beispiel. Wenn Weiß hier freiwillig sich ein Luftloch macht mit Bauer nach A3, dann bietet das für Schwarz eine Angriffsmarke. Kann versuchen hiermit die Stellung zu öffnen. Was wieder beim Äquivalent, wenn wir kurz rochiert hätten und Bauer nach H3 spielen und der gegnerische König da steht, häufig keine Angriffsmarke ist, weil Schwarz nicht die Bauern vor seinem eigenen König dann ziehen möchte. Deshalb ist bei der langen Rochade seltener, dass man sich so ein Luftloch macht, als bei der kurzen, wenn Könige auf beiden Seiten stehen. Und ja, in der Praxis wird mal Bauer nach A3 und mal Bauer nach B3 gespielt hier, je nachdem, wie es notwendig ist. Aber normalerweise für Weiß keine Priorität, einen seiner Bauern überhaupt anzufassen. Aber Cheetah sagt, und das stimmt, dafür steht der Turm besser in der Mitte bei der langen Rochade als bei der kurzen. Der Turm steht gleich hier auf der Mittellinie, wenn bei der kurzen der Turm noch auf F1 stehen würde. Das ist ein Vorteil. Also, wir sind hier schon ein bisschen vorgesprungen mit der langen Rochade, die aber in der Tat momentan der weiße Hauptzug ist. Auf Top-Niveau wird am häufigsten in dieser Stellung die lange Rochade gespielt. Und ich glaube auch objektiv ist das der Zug, der Schwarz am meisten Probleme gestaltet, bereitet. Früher war es ein bisschen anders. Früher war diesen Läufer rauszuziehen populärer. Der Läufer soll hier auf dieser Diagonale helfen, Druck zu machen. Und Schwarz-Weiß würde kurz später lang rochieren. Der Läufer hilft auch, das werden wir gleich sehen, das Feld D5 unter Kontrolle zu kriegen, verhindern, dass Schwarz sich da wehrt in der Mitte. Aber die Praxis hat gezeigt, dass diese Varianten für Weiß nicht so leicht zu spielen sind wie die mit langer Rochade. Weil der Läufer halt auch ein Angriffsziel ist. Also zum Beispiel nicht der einzige Weg. Wenn Schwarz Läufer nach D7 spielt, Turm nach C8, dann guckt der Turm gleich in diese Richtung. Und während das immer noch wahnsinnig umstrittene Abspiele sind, diese Stellung hat sich gezeigt, dass Schwarz hier mehr ganz gute Gegenchancen hat. Also entweder mit Springer nach E5, Springer nach C4 oder heutzutage wird hier auch geschlagen und dann Bauer nach B5 gespielt. Das sind alles nicht so leichte Stellungen. Und ich weiß, es gibt Alternativen. Chat, aber wir wollen ja erstmal verstehen, was es so grundsätzlich aus weißer Sicht für Optionen gibt. Also Läufer nach C4 war früher wahnsinnig angesagt. Vielleicht die Schachstudiosis unter euch. Habt ihr mal eine dieser Varianten gesehen? Und jetzt zum Beispiel König nach B1, Springer nach C4. Schlägt, schlägt, Bauer nach G4. Das ist eine lange Zeit eine populäre Variante gewesen. Aber es ist im Moment ein bisschen aus der Mode. Hier, wo wir diese Stellung haben, fällt euch ein Vorteil ein, warum wir mit Bauer nach G4 anfangen. Allgemein, nicht nur in dieser Stellung. Anstelle von Bauer nach H4, was ich ja eben erwähnt hatte, mit der Idee, schnell die H-Linie zu öffnen. Was für eine Zusatzoption hat Schwarz nach Bauer nach H4, die nach Bauer nach G4 vielleicht nicht so toll ist? H5 wäre schwer, genau. Also H5 ist für Schwarz auch keine leichte Entscheidung. Auch in dieser Stellung nicht unbedingt. Aber es macht es trotzdem Weiß erstmal schwerer, auf jeden Fall ohne Opfer hier weiter anzugreifen, weil dieser Plan halt erschwert wurde. Und hier müsste Weiß, wenn er die Stellung weiter öffnen will, schon gleich Material investieren. Das hier ist, glaube ich, alles noch eine Theorievariante. Ich weiß nicht, wie da der letzte Stand ist. Es ging mehr um das generelle Thema. Ich glaube, heutzutage für die Theoretiker ist eher Springer schlägt D4 und jetzt Bauer nach B5 in Mode als Springer nach E5 und Springer nach C4. Aber weil dieses Läufermanöver, den Läufer hier hinzustellen, halt ein bisschen viel Zeit verschlingt, gerade weil dieser Läufer ja hin und wieder auch abgetauscht wird, sowieso nach Springer nach E5, Springer nach C4, wäre es ja schade, wenn man ihn davor zweimal ziehen musste. Und daher hat sich hier tatsächlich, also meiner Meinung nach, das mag sich wieder ändern, aber lange Rochade als der Hauptzug rauskristallisiert. Wieder mit der Absicht, im besten Fall hier gleich den Angriff zu starten.
Ich mache mal ein paar nicht so gute Züge, damit wir sehen können, wie das in der Praxis funktioniert, wenn Schwarz unvorsichtig ist. Jetzt hätte Weiß die Zeit gespart, diesen Läufer durch die Gegend zu ziehen. Schlägt gleich hier. Schlägt, schlägt. Bauer schlägt. Sagen wir, Bauer schlägt. H schlägt G ist natürlich gewagt. F schlägt G. Ist vielleicht ein bisschen zäher. Verliert aber auch. H schlägt G. Und das Ende ist tatsächlich schon nah, wegen dieser offenen H-Linie. Anstelle von H schlägt G, F schlägt G. Gut, die Stärke ist nicht relevant. Hier hat Schwarz schlecht gespielt. Mir ging es eher um den Angriffsplan zu demonstrieren. Hier würde Weiß auch gewinnen. Klar, Taktikaufgabe. Nach D schlägt E. Wir gewinnen Weiß. Wie gesagt, das hier ist nicht Theorie, nur. Kleine Zwischentaktikfrage. Spanner E6, gut gesehen. Also nur um zu zeigen, dass auch diese Schwächung sich gleich rächen kann. Wenn der Läufer hier schlägt, schlagen wir hier. Turm schlägt zurück, wir schlagen wieder. Wir haben Material gewonnen. Daraus lernen wir, dass normalerweise der weiße Angriff, wenn beide Seiten ruhig spielen, hier flinker rollt als der schwarze Angriff nach langer Rochade. Es gibt daher in dieser Stellung einen relativ etablierten Hauptzug, der das Thema der Partie wieder sehr ändert. Und ich weiß nicht, wie weit es euch hilft, wenn wir hier jetzt die Theorie uns zu sehr angucken, weil der Zug sehr merkwürdig ist. Bricht eigentlich mit vielen Eröffnungsregeln. Und ja, ich bin sicher, viele von euch können Drachentheorie, weil es ja eine etwas zu populäre Eröffnung ist. Aber es ist eine Ausnahmesituation und schwer zu rechtfertigen. Und vielleicht spricht es auch dafür, dass Drache auf Top-Niveau nicht so gesund ist, weil der beste Zug in dieser Stellung ist tatsächlich, Bauer nach D6 nach D5 zu spielen. Jetzt speziell in dem Fall, nachdem Weiß lang rochiert hat, diesen Bauern zum zweiten Mal zu ziehen und zu versuchen, die Stellung im Zentrum zu öffnen. Weil sich halt gezeigt hat, dass diese langsamen Pläne mit Angriffen auf beiden Seiten hier nicht gut funktionieren. Deshalb bester Zug, merkwürdigerweise Bauer D6 nach D5. Als Faustregel wollt ihr nicht zweimal denselben Bauern in der Eröffnung ziehen. Aber es gibt immer Ausnahmeschach. Und dieses Bauer D6 nach D5 ist halt auch ein Grund, warum nicht jeder lange Rochade spielt, sondern manche auch Läufer nach C4 bevorzugen, um das Feld unter Kontrolle zu bringen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, D5 zu verhindern, zu der wir gleich kommen. Rochade. Schwarz spielt Bauer nach D5. Versucht damit, bevor hier angegriffen wird, im Zentrum für Gegenspiel zu sorgen. Und das Spiel wird ein bisschen wehr. Weiß hat mehrere Möglichkeiten, nach meinem Kenntnisstand hier eine angenehme Stellung zu kriegen. Was fallen euch so für Züge ein? Sprecher schlägt C6 und E schlägt D5. Ja, das sind zwei absolut normale Züge. Ja, die anderen sind nicht so intuitiv. Also, der Hauptzug hier ist tatsächlich E schlägt D5. Einfach schlagen. Der Springer schlägt zurück. Jetzt schlägt Weiß hier. In dieser Reihenfolge, wenn er erst hier schlagen würde, Bauer schlägt und jetzt hier schlagen, könnte Schwarz mit dem Bauern zurückschlagen, was man nicht unbedingt will.
Also die Schlangen sind hier schon ein bisschen wehr. Ihr seht, dieser Bauer ist angegriffen und die ganze Eröffnung ist ein bisschen verwirrend. Aber ganz so leicht ist die Sache nicht. Springer schlägt D5, Springer schlägt C6, B schlägt C6. Weiß sollte hier darauf verzichten, sich diesen Bauern zu schnappen. Springer schlägt und Dame schlägt. Jetzt sehen wir auch Vorzüge des Drachens, nämlich dieser Läufer, der auf die weiße Königsstellung gerichtet ist. Und der König hat zwar noch relativ viele Schutzbauern, aber die Lage ist hier nicht so leicht für Weiß. Schwarz spielt, soweit ich weiß, Dame nach C7. Sagt hier, gönn dir den Turm, wenn du ihn haben willst. Und Weiß schafft es nicht, hier in Vorteil zu kommen. Dame schlägt A8. Jetzt kommt der Konter. Waffe nach F5. Droht hier Schachmatt und greift die Dame an. Also Weiß sollte normalerweise selbst auf Kosten eines, selbst bei Gewinn eines Bauerns versuchen, nicht zu sehr die Stellung hier um seinen König zu öffnen. Das ist nur eine Beispielvariante. Das hier könnte man noch weiter verfolgen, die Variante, aber vertraut mir, Schwarz steht ja gut. Oder guckt auf den Balken. Was könnte Weiß hier nach Sprechschicht D5 stattdessen tun, um die Stellung unter Kontrolle zu halten? Fällt euch was ein? Läufer F2 sieht ein bisschen langsam aus, dann schlägt Schwarz hier rein, ne? Müssen wir aufpassen. Aber Läufer nach D4 ist richtig, um diesen Läufer hier auszublocken. Läufer nach H6 wäre auch wieder nicht gut, weil jetzt, zack, hier geschlagen wird. Aber scheiße, mit dem Springer noch stärker. Springer geschlagen wird und es gibt gleich Ärger. Läufer nach D4. Dieser Läufer ist unser Hauptfeind, der Drachenläufer. Königsinnenspieler werden ihn auch aus dem Königsinnen erkennen. Das ist immer der Läufer, von dem Schwarz träumt, ihn zu aktivieren und damit Ärger zu machen gegen den weißen König. Aber mit Läufer nach D4 wird er ganz gut neutralisiert. Und hier steht Weiß ein bisschen besser. Also Schwarz hat diese geschwächten Bauern. Weiß hat die Kontrolle über das Zentrum ganz gut behalten. Es geht hier noch weiter mit Theorie, Bauer nach E5 oder auch Springer schlägt C3. Gibt es noch viel Theorie zu. Aber es ist eine etwas angenehmere Stellung für Weiß. Und das Problem ist halt, dass Weiß nicht nur diese eine Möglichkeit hat, sondern mehrere Möglichkeiten, die zu einer etwas angenehmeren Stellung führen. Zum Beispiel, was nicht so häufig gespielt wird, ist auch hier schlagen und jetzt Läufer nach H6 spielen. Auch das ist, glaube ich, nicht schlecht. Es hat den Nachteil, dass wir hier ein bisschen Linien gegen unseren König aufmachen. Aber auch hier scheint Weiß ein bisschen im Vorteil zu bleiben, indem er schnell diesen Läufer neutralisiert. Und dann gibt es noch einen modernen Zug, der eigentlich noch verwirrender ist als Bauer nach D5. Chessbulle hat es schon genannt. Kissen Pech. Dame nach E1, sehr subtil. Geht aus dieser D-Linie, wo Schwarz ja angefangen hat, hier Stress zu machen mit Bauer nach D5. Öffnet den Turm für die Gegenüberstellung mit der schwarzen Dame und stellt wieder keine leichten Fragen. Das Problem ist, dass wir hier schon so deep in der Theorie sind, dass das alles ein bisschen den Rahmen unserer kleinen Serie sprengt. Hier E schlägt D und jetzt schlägt der Bauer zurück, was logisch aussieht. Aber Weiß macht Druck auf das Zentrum. Dass ich nicht weiß, wie ich euch das hier in allgemeingültigen Prinzipien oder in Strategie erklären kann. Es ist halt, Zug für Zug steht Schwarz unter Druck und deshalb ist der Drache nicht mehr ganz so populär, wie er es vielleicht einst mal war. Also auch hier gibt es Theorie, Springer schlägt D5, Läufer C4, Läufer E6 und König nach B1 spielt man heutzutage. Der Läufer soll dann hier von B3 aus helfen, bei Bedarf diese Linie zuzumachen. Weiß hat ein bisschen Druck im Zentrum. Kann eines Tages vielleicht wieder drüber nachdenken, hier am Königsflügel anzugreifen. Also diese Stellungen sind für Schwarz nicht hoffnungslos. Das ist auch der Grund, warum Bauer nach D5 sich halt durchgesetzt hat, hier als Hauptvariante. Aber es war immer unangenehm genug, so für meine Begriffe, wann immer ich überlege, Drachen zu spielen, dass ich nicht so verlockt bin, das zu machen. Ich habe tatsächlich hin und wieder mal Drachen gespielt. Ich habe es mal
relativ ernsthaft einstudiert, aber es ist keine Eröffnung, die man. Ja. Auf hohem Niveau und selbst auf meinem Niveau unbedingt jede Partie spielen kann, weil es für Weiß ein bisschen zu leicht ist, einerseits sich mit Engines, oder es gibt bestimmt Leute, die widersprechen wollen hier, Gawain Jones glaube ich immer noch, glühender Drachenanhänger. Und es mag sich auch wieder ändern, aber im Moment wirkt es so, als müsste man hier diverse, etwas unangenehme Stellungen verteidigen nach diesem Bau nach D5, was ja auch nicht so im Sinne des Drachenspielers und dessen Plänen ist hier irgendwie. Mal so wollen die Leute natürlich laufen nach D7, Turm nach C8 und dann irgendwie am Damenflügel angreifen. Träumen davon, hier irgendwann die Qualität zu opfern. Aber Zug für Zug haut es nicht alles so gut hin. Deshalb lange Rochade eine sehr ernüchternde Möglichkeit für Schwarz. Schwarz kann dieses D5 spielen, muss dann aber halt auf solche Stellungen gefasst sein, wo es eher aus schwarzer Sicht darum geht, die leichte, aber nervige weiße Initiative einzudämpfen und zu versuchen, das zu kompensieren. Fassnalser Giri hat auch einen Kurs über Drachen gemacht. Das müsste dann noch spielbar sein, oder? Ja, wie gesagt, es ist an der Grenze. Also ihr seht vielleicht auch in Giri-Partien, dass er jetzt nicht jede Turnierpartie Drache spielt. Nicht jede Turnierpartie, meine ich. Ich glaube nie. Und das hat natürlich auch seine Gründe. Aber es ist eine interessante Eröffnung. Und Anish ist natürlich auch ein smarter Geschäftsmann. Er weiß auch, dass Drache populär ist. Und daher der Kurs bestimmt gut läuft. Ich bin sicher, dass der Kurs auch super ist. Ich sage euch nur meine Meinung, die sich häufig mit der Meinung des Computers deckt. Für Details guckt euch sehr gerne Giris Chessable Kurs an. Oder ich bin sicher, von Gawain Jones gibt es auch Bücher darüber, die bestimmt ausgezeichnet sind. Drache ist eine spannende Eröffnung zum Analysieren. Ist halt ein bisschen schwerer, hier das Gleichgewicht zu halten, als es jetzt bei E4, E5, den Hauptvarianten, oder bei Nidorf der Fall ist. Was auch der Grund ist, warum es auf hohem Niveau nicht so populär ist. Diese D5-Varianten sind jetzt aber auch aus weißer Sicht nicht unbedingt jedermanns Sache. Und es gibt noch einen dritten Zug, der hin und wieder gespielt wird. Und Weiß sagt, ich will dieses Läufer C4 nicht, weil mir das zu viel Zeit kostet, den Läufer durch die Gegend zu ziehen. Und ich will diese Varianten nicht, weil die ein bisschen merkwürdig sind. Was ist die nächste Möglichkeit, wenn wir weder den Läufer schon committen wollen, noch lange Rochade spielen, spezifisch, um zu versuchen, dieses D5 zu verhindern? Bau nach G4, genau, das wollte ich hören. Ist eh nützlich, haben wir schon gelernt, für unsere Angriffspläne wollen wir idealerweise lange Rochade H4 und dann H5 spielen, wo G4 absolut ins Programm gehört. Erschwert halt dieses schwarze H5, wonach wir jetzt immer schlagen können und Druck machen. Und Schwarz kommt hier nicht dazu, Bauer nach D5 zu spielen. Warum nicht? Weiß kann jetzt G5 spielen, genau den Springer hier vertreiben. Und wenn der Springer weggeht, wohin auch immer, gewinnt Weiß ein Bauern, ohne dass Schwarz hier jetzt irgendwas dafür zu zeigen hätte. Nach Bauer nach G4 ist der beste Zug sehr, sehr verwirrend, wenn man ihn das erste Mal sieht. Ist es kaum zu glauben, dass es wirklich der beste Zug sein soll. Aber nach meinem Kenntnisstand ist das immer noch die Hauptvariante hier. Schwarz sollte hier den Läufer nach E6 ziehen. Ist ein sehr komischer Zug. Denn der Springer kann ihn ja schlagen. Aber trotzdem ist das der Zug, der am besten funktioniert. So langsame Pläne sind wieder zu gefährlich. Läufer D7, lange Rochade, Karo Turm C8, H4 kennen wir schon. Da werden wir aller Voraussicht nach hier am Königsflügel überrollt. So, Bau nach H5 in solchen Stellungen hilft übrigens meist auch nicht mehr viel. Dann schlägt Weiß, Springer schlägt zurück, Turm nach G1. Und auch hier ist die
schwarze Königsstellung schon zu geschwächt, also so dass auch solche Stellungen sehr, sehr kritisch sind für Schwarz. Vorhautmann, vielen Dank für den Sub. Läufer E6 hat nun die Idee, sich noch nicht auf irgendwas festzulegen, aber vielleicht trotzdem wieder in der Mitte Gegenwehr zu leisten. Also entweder den Weißen zu zwingen, zu rochieren und dann zu sagen, mein Läufer steht hier jetzt gut. Also es ist ein bisschen kryptisch alles, ich weiß auch nicht, ob ich es gut erklären kann. Aber jetzt den Läufer zu nutzen, hier Gegenspiel zu organisieren, das gilt als einigermaßen spielbar. Oder wenn Weiß hier weiter angestürmt kommt nach Läufer E6 mit Bau nach H4, dann wieder Bau nach D5 zu unterstützen in der Mitte. Also es ist ein sehr verwendeter Zug, der sich dadurch rechtfertigt, dass wenn jetzt hier geschlagen wird, nach F schlägt E6, auf einmal hier eine Schwäche entstanden ist. Also hätte Weiß nicht G4 gespielt, sondern eben lange Rochade oder von mir aus auch H4. H4 ist nicht so gut wegen H5. Dann würde Schwarz niemals so spielen. Aber hier, durch diese Schwäche auf F3, sind diese Stellungen auf einmal nicht mehr so leicht. Auch hier gibt es noch viel Theorie, es bleibt auch hier kompliziert. Aber die Stellungen gelten tatsächlich als einigermaßen spielbar für Schwarz. Schwarz kann auch, wenn er so ein Setup spielen will, erst schlagen und jetzt laufen nach E6 spielen. Aber hier hat er Weiß noch nicht gezwungen, lang zu rochieren. Das heißt, er hat diese Angriffsmarke auf A2 noch nicht. Und hier könnte Weiß jetzt einmal mit seinem Quatsch fortsetzen, Bau nach H4. Das gilt auch wieder als unangenehm. Es ist heute alles ein bisschen zu deep. Normalerweise versuchen wir hier die Möglichkeiten zu zeigen und stilistisch, was so los ist. Aber Drache ist halt eine sehr, sehr spezifische Sache, wo der beste weiße Plan relativ klar ist. Läufer raus, Bau nach F3, Dame nach D2, lange Rochade, Bau nach G4, Bau nach H4 und Matt setzen. Alle anderen Pläne okay sind für Schwarz, aber das Problem ist, dass ein Großteil, auch der Nicht-Großmeister, sondern der Clubspieler, mit diesem Angriffsplan gut vertraut ist, weil Drache halt ja eine relativ populäre Öffnung ist und der Plan auch relativ leicht sich zu merken ist. Spätestens jetzt kennt ihr ihn ja auch. Und normalerweise das weiße Spiel halt ein bisschen leichter von der Hand geht als das schwarze. Objektiv denke ich, dass die kritische Variante diese mit langer Rochade ist, wonach der beste schwarze Zug Bau nach D5 ist. Wer euch jetzt fragt, warum denn nicht, was du eben gesagt hast, Springer schlägt D4 und Lauf nach E6, dann gibt es wieder ein bisschen taktische Probleme. Aber ich glaube, ich überlade euch mit zu viel Info. Ich weiß nicht, ob ihr da noch... draus schlau draus, weil hier ist das Problem jetzt sehr spezifisch. Der König geht zur Seite, haben wir auch schon besprochen, dass der König häufig noch einen weiteren Zug machen sollte, um hier sicherer zu stehen. Und hier das eine spezifische Idee. Schwarz jetzt den logischen Zug Dame nach A5 macht. Dann passiert was. Das war nur ein Zitat aus hier dem Beef von Wesley So gegen Petrosian. Aber es ist trotzdem keine schlaue erste Chatnachricht. Was, wenn ich nicht wissen würde, dass ein Zitat. Sollen wir ihn unbannen? Ist das jemand Bekanntes? Okay, mal gucken, was er für sich zu sagen hat. Ich habe ehrlich gesagt gebannt, bevor mir einfiel, dass ein Zitat war, aber trotzdem. Mal gucken, was danach passiert. Also, ich warte hier nach einer Antwort. Dame nach A5, was ist der Trick? Relativ typisches Muster immerhin, deshalb vielleicht nur zu sagen. Weiß es dran.
Ich versuche hier wieder alles, um mit der Maus Tipps zu geben. Sprenger nach D5 ist die Lösung. Und warum mussten wir dafür König B1 spielen? Sonst wäre Dame schlicht D2 Schach und wir hätten nicht die Zeit, das zu tun, was wir jetzt machen nach Dame schlicht D2. Nämlich ein sogenanntes Zwischenschach zu geben. Sprenger schlicht E7, wir schnappen uns diesen Bauern und geben Schach. Der König muss weg, König nach H8. Und jetzt schlagen wir zurück und haben einen Bauern gewonnen unterwegs. Also kein klausurrelevantes Wissen, aber durchaus ein nützlicher Trick. Sich das zu merken, dass manchmal mit der Dame auf A5 es diesen Halbspringerabzug gibt und nach dieser Gegenüberstellung der Bauer hängen könnte, ist ein relativ typisches Thema im Drachen. Aber auch im Königsinner zum Beispiel sieht man durchaus hin und wieder. Also was ich euch sagen will, ist lange Rochade. Ist objektiv der unangenehmste Zug, führt nicht zu so ganz typischen Dreinstellungen, weil der beste Schwarzzug Bauer nach D5 ist. Danach hat Weiß die Wahl zwischen Schlagen und Dame nach E1. Das sind die beiden Hauptzüge, machen beide ein bisschen Druck. Im Moment die angesagteste Variante ist wahrscheinlich so. Und hier verzweigt sich das Spiel jetzt nochmal. Schwarz kann hier Bauer nach E5 spielen. Da blockt er aber seinen eigenen Läufer. Der weiße Läufer geht weiter nach C5, guckt den Turm an. Und auch hier gibt es noch genug Theorie, aber Weiß steht hier ein bisschen besser. Alternativen aus schwarzer Sicht sind auch alle ein bisschen trostlos. Zum Beispiel hier schlagen. Jetzt Dame nach B6 oder Dame nach A5. Also Schwarz kämpft hier immer ums... Ja, Überleben ist übertrieben, aber um den Ausgleich steht ein bisschen schlechter. Häufig in strategischen Stellungen. Hier zum Beispiel wäre es ein Endspiel. Also nicht das, wovon man geträumt hat als Drachenspieler. Wenn man hier zack den Darmflügel öffnen wollte und mit dem Läufer den König schachmatt setzen wollte. Das sind so ein bisschen die Probleme auf Großmeisterniveau vom Drachen. Darunter, ich weiß es nicht genau, mein Gefühl ist, dass es sich zwar gut anfühlt, also so G6 Läufer, G7, Sprenger C6 zu spielen, kurz Rochade und dann versuchen Druck zu machen. Und es gibt auch gerade auf Clubspielerniveau viele Leute, die sich sehr, sehr viel mit Drachentheorie beschäftigen. Aber das Problem ist halt, dass auch die Weißspieler, wenn sie sich darauf einlassen, meistens ziemlich gut vertraut sein werden mit der Drachenvariante. Dass man keinen so richtig damit überrascht. Und dass der weiße Plan halt effektiv ist. F3, Dame D2, lange Rochade, Attacke. Deshalb würde ich, wenn ihr mit einem komplizierten Sizilianer anfangen wollt, eher zu Neidorf raten, was halt ja auch zu komplizierten Stellungen führt. Aber da ist der weiße Plan nicht so klar vorgegeben, weil es hat bekanntermaßen da 17 spielbare Optionen, aber keine ist klar die beste. Und es gibt für Schwarz mehr strategische Möglichkeiten als jetzt nur. Drache hat den Vorteil, wenn Weiß hier nichts Aggressives macht, dann steht Schwarz meistens ganz okay gleich. Also auch nicht besser oder irgendwas. Aber gegen die ganzen ruhigen Varianten hat Schwarz eigentlich keine großen Sorgen. Stellt sich so hin, Sprenger nach C6 und dann mal. Gibt natürlich noch mehr Sachen, die Weiß machen kann, aber auch die sind nicht so gefährlich. Bauer nach G3, auch Weiß kann hier seinen Läufer finketieren, aber auch das führt nicht wirklich zu Vorteil, wie er am Balken sehen kann. Es gibt noch einen kleinen Bruder des Drachen, den wir hier vielleicht noch kurz erwähnen sollten. Und zwar ist es der sogenannte beschleunigte Drache, der aber häufig auch ein verlangsamter Drache sein kann. Da sagt Schwarz sich, wenn ihr euch erinnert, hier in dieser Hauptvariante mussten wir D6 und dann Bauer nach D5 spielen. Was passiert denn, wenn ich versuche Drachen zu spielen, aber ohne den Bauer nach D6 zu stellen und vielleicht den Bauer dann einem zu hinzukriegen? Das kann er zum Beispiel machen, indem er Sprenger nach C6 spielt. Das haben wir schon kennengelernt hier im Rahmen von Sveshnikov und so weiter. Und jetzt Bauer nach G6. Und wenn man es genauso spielen würde, wie wir es eben gelernt haben, dann ist das tatsächlich keine schlechte Strategie. Also Beispiel zum Beispiel so. Läufe nach E3, Sprenger F6, Schwarz spielt ohne Bauer nach D6, Weiß macht den Fehler, Bauer nach F3 zu spielen, Rochade und Dame nach D2.
Jetzt zieht Schwarz einmal den Bauern nach D5 in einem Zug. Und Weiß hat noch nicht lang rochiert oder noch nicht G4 gespielt. Und das ist natürlich eine viel, viel bessere Version für Schwarz. Davon träumen Schwarzspieler, die diesen beschleunigten Drachen spielen. Wenn Weiß diese Stellung hat, es wäre zu kompliziert, ne? Okay, ich erzähle es euch kurz. Dann ist am besten jetzt Läufer nach C4 zu spielen, Rochade und Läufer nach B3 tatsächlich. Und nach Bauer nach D6 könnten wir wieder in einer ähnlichen Stellung haben, landen, wie wir sie ähnlich eben besprochen haben, mit Dame nach D2 und langer Rochade. Wo Weiß sich jetzt aber schon festlegen musste auf diesen Plan mit Läufer nach C4, Läufer nach B3, wo ich ja gesagt habe, der kostet ein bisschen Zeit, ist nicht unbedingt der weiße Lieblingsplan. Aber heutzutage, wenn man solche Stellungen diskutiert sieht, dann entstanden sie häufig über den beschleunigten Drachen. Aber wie so häufig im Schach gibt es nichts umsonst. Springer nach C6 hat zum einen die Nachteile, die wir schon besprochen haben, hier ist natürlich Läufer nach B5. Rossolimo eine ernstzunehmende Variante ist. Und zum anderen aus meiner Sicht gewichtiger, dass je nach Spielstil, wer der eine sagen so, der andere so, kann nach Bauer nach G6 Weiß wieder die sogenannte Marozzi-Formation einnehmen. Nämlich, Chat, wisst ihr das? Bauer nach C4, genau. Das Zentrum hier besetzen. Und dagegen, auch das hier wird viel gespielt, gerade auf Clubniveau. Aber langfristig, ich persönlich war immer der Meinung, dass Weiß hier besser stehen sollte mit diesem Raum. Weiß kann hier den Springer wegziehen oder den Läufer verteidigen. Am gängigsten ist in dieser Stellung den Läufer ziehen, um den Springer zu verteidigen. So. Den Läufer zu ziehen. Und auch hier gibt es wieder alles Mögliche an Theorie. Ist eine ganz ähnliche Stellung wie eben, aber das Weiß halt diesen Bauern auf C4 hat, da ich mehr Zentrumskontrolle hat. Nach meinem Kenntnisstand unangenehme Varianten für Schwarz, weil es ihm halt sehr schwer fällt, die Mitte aufzubrechen. Das wird trotzdem viel gespielt und ist auch nicht so, dass es sofort verlieren würde oder irgendwas. Aber grundsätzlich, die meisten Leute, die ich kenne, verlieren irgendwann die Lust an Marozzi, weil wer Weiß gut spielt, diese extra Zentrumskontrolle doch sehr, sehr wichtig ist. Das ist der beschleunigte Drache. Es gibt noch verschiedene andere Versionen davon. Man kann auch im zweiten Zug schon Bauer nach G6 spielen. Ändert jetzt auch nichts an dem Thema, dass Weiß das Zentrum hier besetzen kann mit Bauer nach C4, wenn er das möchte. Marozzi-mäßig. Und Weiß hat noch ein paar andere Zusatzmöglichkeiten. Er kann hier zum Beispiel mit der Dame schlagen, was sonst meistens Quatsch wäre, aber dadurch, dass hier den Turm angreift, ist das eine spielbare Variante. Oder er kann versuchen, weil er ja nicht direkt im Zentrum gechallenged wird, hier mit Bauer nach C3 und Bauer nach D4 zu spielen. Also Bauer nach G6 ist kein fürchterlicher Zug. Wird manchmal gespielt als Überraschungswaffe, aber Weiß hat diverse ganz gute Optionen dagegen. So viel zum Drachen im Schnelldurchlauf. Heute ziemlich advanced, aber Drache ist halt ziemlich direkt in die Zugfolgen rein und nicht so viele verschiedene Möglichkeiten, also im Vorteilssinne abzuweichen. Deshalb haben wir es heute mal ein bisschen deeper gemacht. Eine Eröffnung, die wir im Rahmen unserer heutigen Stunde, weil ich glaube, ich keine extra Stunde darüber machen will, noch kurz angucken können, ist hier nach Springer A6, Springer nach C3. Wir haben jetzt hier kennengelernt, Neidorf, Bauer nach A6. Eine der ganz großen Schacheröffnungen, also Neidorf. Nach wie vor wahnsinnig populär. Drache, eine stolze Historie, cooler Name, aber nicht ganz so populär. Meiner Meinung nach mit Recht wie Neidorf, weil Schwarz halt in den direkten Varianten ein bisschen unter Druck steht. Nicht hoffnungslos unter Druck, wie gesagt, nur ein bisschen unter Druck. Und der dritte Zug, der hier hin und wieder gespielt wird, ist Springer nach C6. Auf den ersten Blick ja der logischste Zug eigentlich, ne? Also der Springer entwickelt sich, guckt Richtung Zentrum. Geschlagen werden sollte er nicht, weil dann nach B schlägt C. Schwarz extra Zentrumskontrolle kriegt. Und auch das ist eine spielbare Öffnung. In letzter Zeit populärer als der Drache
Ich weiß nie genau, wie die Namen sind, ob das hier klassisch sizilianisch ist oder Richter Rausa oder ob Richter Rausa erst nach Läufer nachgefunden ist. Ich weiß nicht. Aber Springer nach C6. Auch ein spielbarer Zug, nicht so populär wie Neidorf. Was daran liegt, dass nach Springer nach C6 die Varianten nach Läufer nach G5 traditionell immer ein bisschen Druck waren für Weiß. Läufer nach G5 hier relativ überraschend der mit Abstand populärste Zug. Was würde jetzt nach Läufer E3 passieren, was wir ja im Drachen eben gelernt haben? Jetzt geht Springer nach G4. Das funktionierte vorhin ja nicht wegen Läufer nach B5 Schach. Dieser Stellung ist Läufer nach B5 kein Schach mehr, sodass das hier ein spielbarer Zug ist, den Läufer gleich ein bisschen zu nerven. Weiß kann, das kann Weiß übrigens meistens machen, also gegen fast alle dieser Systeme. Wenn Weiß keinen Stress will, kann er eigentlich fast immer Läufer nach E2 spielen und kurz rochieren. Also ihr seid nicht gezwungen, ich zeige ja häufig die kritischen Varianten, ihr seid nicht gezwungen, das zu machen. Man kann sowohl gegen Neidorf Läufer nach E2 spielen, keine Ahnung, Springer geht irgendwo hin und dann kurz rochieren, kriegt man die Figuren raus. Gegen Drachen kann man Läufer nach E2 spielen und dann kurz rochieren, kriegt man auch die Figuren raus. So, jetzt Läufer nach E3 oder Springer nach B3. Und gegen den klassischen Sizilianer, Springer nach C6, kann man auch Läufer E2 spielen. Und dann kurz rochieren. Schwarz spielt hier meistens Bauer nach E5 jetzt in dieser Situation. Er könnte auch versuchen, mit Bauer nach G6 in Drachenvarianten überzugehen. Kann man gleich auch machen. Am meisten spielt Schwarz jetzt Bauer nach E5. Springer geht weg. Weiß rochiert. Und es führt zu relativ ruhigen strategischen Spiel, wo nicht so viel los ist. Ihr seht, Balken sagt, minimaler Vorteil für Weiß. Hier, Schwarz hat wieder diese Felderschwäche, aber dafür Raum, also ziemlich typische Struktur auch im Neidorf. Aber der Weg, dieses Springer nach C6 bestrafen zu wollen, ist Läufer nach G5. Oder Bauer nach F3 mit Abstrichen, um dann den Läufer nach E3 zu ziehen, aber ohne Springer nach G4 zuzulassen. Aber Läufer nach G5 ist populär. Nach Bauer nach F3 ist Schwarz ja noch nicht auf G6 festgelegt und würde hier wieder Bauer nach E5 spielen, mit komplizierten Spielen. Läufer nach G5. Jetzt spielt Schwarz. Normalerweise, hier gibt es ein paar Nebenvarianten, aber normalerweise spielt Schwarz Bauer nach E6. Jetzt könnte, also kann man auch drüber streiten, aber Bauer nach G6 hätte jetzt den Nachteil, dass dann hier geschlagen wird und die schwarze Struktur ein bisschen kaputt gemacht wird. Deshalb ist das selten. Bauer nach E5, was wir ja ein paar anderen Varianten kennengelernt haben, schwächt hier wieder zu viel Felder in der Mitte. Also funktioniert gegen diese Läufer G5-Varianten nur ganz selten. Direktes Mischdrauf, wahrscheinlich Springer F5 gut genug. Und wieder kontrollierbar ist das Zentrum. Deshalb spielt Schwarz hier Bauer nach E6. Und wir haben sowas Ähnliches schon im Neidorf gesehen mit A6 statt Springer C6. Was tatsächlich für Schwarz wahrscheinlich die bequemere Variante ist, weil der Springer dann manchmal noch hier hingehen kann. Kann man aber auch hier wieder drüber streiten. Hier, ich muss gestehen, ich bin theoretisch gar nicht so firm. Ich weiß, dass der weiße Hauptplan auch hier wieder Dame D2 lange Rochade ist. Und dann versuchen, in der Mitte Druck zu machen. Und dass die schwarze Stellung ja gegen diesen Angriff nicht so leicht zu spielen ist. Also Schwarz hat hier diverse theoretische Möglichkeiten. Bau nach A6 kann er spielen. Jetzt so sizilianisch mäßig. Ich glaube, so wird in letzter Zeit häufig gespielt. Bau nach A6 und dann Läufer nach D7. Das Problem ist halt, wenn man diese beiden Züge mischt und A6 immer nützlich, dann ist es nicht so leicht, hier B5 zu spielen, weil der Springer angegriffen wäre. Und wenn er hier in der Mitte tauscht, dann kriegt Weiß relativ schnell viel Zentrumskontrolle. Dame in der Mitte haben wir zwar gelernt, soll man so früh nicht machen, aber soll man nicht machen, wenn sie da angegriffen werden kann von Leichtfiguren. Und hier kann man es nicht. Lifetime will noch ein bisschen diskutieren, machen wir. Ich dachte, E5 ist immer gut, wenn man auf Springer F5, Läufer F5, GF und dann D5 spielen kann. Ja, kann man das hier? Kann man nicht, weil jetzt, wie auch in der äquivalenten Variante im Neidorf, nach Läufer G5 Weiß zu viel indirekte Kontrolle über das Feld ausübt und hier schlagen kann. Dame schlägt F6, Springer schlägt D5 geht nicht. Genauso wie G schlägt F6.
Sperrschicht dafür. Funktioniert also nicht. Das ist ja das typische jetzt schwarz-diverse Systeme. Läufe nach, baue nach A6, hatte ich eben gesagt. Lange Rochade, läufe nach D7. Das ist eine Variante, die in letzter Zeit häufiger gespielt wird. Ich glaube, Bakro spielt viel mit Schwarz so. Also Schwarz steht unter Druck, aber ganz klar sind die Stellungen natürlich auch nicht. Ist ein komplizierter Sizilianer. Ich denke, ein bisschen weniger erstrebenswert als die typischen Stellungen, die man so im Neidorf kriegt in den ähnlichen Varianten. Aber das kann sich ändern. Also hier kann sich was tun. Diese Richter-Rause-Variante ist keineswegs tot oder unbeliebt. Könnte sogar sein, dass sie in Zukunft noch wieder populärer wird. Wir werden es verfolgen. Stell von A6 gibt es auch andere Züge, wie Läufer nach E7. Der weiße Plan ist normalerweise lang rochieren und dann sich jetzt überlegen. Sowohl Bauer nach F4, um gleich in der Mitte zu spielen, als auch Bauer nach F3, um hier einen Bauernsturm zu starten. Sind vertretbar, aber die Hauptzüge, die Hauptvarianten beginnen hier meist mit Bauer nach F4. Mit sehr kompliziertem Spiel, aber die schwarze Stellung ist tatsächlich einen Tick schwerer zu spielen. Ja, jetzt fällt mir das Kissen in den Rücken hier. Als im Neidorf, weil wir halt nicht so leicht A6, B5 spielen können, wenn wir den Springer schon auf C6 committed haben. Das ist, glaube ich, die Logik, auch wenn sie ja, ein bisschen schwer nachvollziehbar ist. Für mich jedenfalls. Weil auf den ersten Blick ja Springer nach C6 so viel logischer ist als Bauer nach A6. Aber es scheint so zu sein, Zug für Zug ist für Schwarz wichtiger, dieses Gegenspiel zu haben in diesen Stellungen als den Springer hier. Auch hier gibt es noch Theorie, Springer schlägt D4, Dame schlägt D4, Dame A5, whatever. Aber nichts, was Schwarz jetzt ein sorgenfreies Leben bereitet. So, Chat, wir fassen zusammen im Rahmen unserer Sizilianer-Studien. Haben wir heute zwei Alternativen kennengelernt zur zu Recht sehr, sehr populären Neidorf-Variante. Diese beiden Alternativen beginnen auch nach dem Zugbau nach D6. Wir haben am Anfang hier Sveshnikov kennengelernt mit Springer nach C6. Und heute haben wir zwei andere große Systeme nach Bau nach D6 kennengelernt. Weiß natürlich nicht gezwungen, D4 zu spielen. Könnte auch, was wir anderen Tags angeguckt haben, Läufer nach B5 oder Läufer nach C4 zum Beispiel spielen oder Bau nach C3. Aber der Hauptzug ist D4. Und hier nach Springer schlicht D4, Springer nach F6, Springer nach C3. Bau nach G6 ist die Drachenvariante. Immer populär, aber auf Top-Niveau bisschen unter Druck und auch für Weiß relativ leicht zu spielen mit diesem Angriffsplan. Läufer E3, F3, Dame D2, lange Rochade. Und die klassische Variante Springer nach C6, wonach für Weiß der beste Plan nicht Läufer nach E3 ist, weil er dann hier mit Springer G4 angerempelt werden kann, sondern stattdessen jetzt Läufer nach G5 zu spielen. E5 funktioniert nicht gut und in den Varianten nach E6, Dame nach D2 ist der weiße Plan, wieder lang zu rochieren, F4 zu spielen, Druck im Zentrum zu machen. Da kann sich durchaus was tun in nächster Zeit, aber Stand heute denke ich, dass das ein bisschen bequemer ist für Weiß. Das war unsere heutige Schachschule zur Drachenvariante. Meine Empfehlung, ihr hört es ja ein bisschen durch, wäre wahrscheinlich es eher nicht zu spielen. Die Stellungen sind kompliziert genug, dass wenn man sich bereit fühlt für komplizierte Stellungen, dass man dann auch gleich Neidorf spielen kann. Drache sind zwar die nächsten Züge ein Tick leichter als bei Neidorf, aber man zahlt den Preis später, weil dieser weiße Angriffsplan halt sehr bekannt und sehr effektiv ist. Deshalb, wenn ihr schon mit Sizilianisch anfangen wollt, dann würde ich zu Neidorf raten. Wir lernen, ich weiß nicht, morgen wahrscheinlich noch Paulsen kennen, was auch populär ist. Aber Neidorf ist schon der König der Sizilianischen Varianten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war unsere heutige Schachschule.